Herzlich willkommen zu einem ersten Minecraft-Tutorial. Ich zeige euch heute World Edit. World Edit ist, wie der Name schon sagt, ein Plugin, um die Welt zu verändern. Ja, eigentlich gibt es dazu eh nicht mehr so viel zu sagen. Schaut euch das Video einfach an. Ich hoffe, es gefällt euch. Okay. Das erste Mal, wie ich mit World Edit gearbeitet habe, habe ich nicht gewusst, wie ich Sachen markieren kann, weil ich habe mir viele Tutorials angeschaut und es ist einfach nirgends dabei gestanden. Es geht ganz einfach, ihr gebt einfach Wand ein. Und vergesst nicht, es ist bei World Edit sind die meisten Comments immer mit doppelten Slash. So, jetzt habe ich die Axt. Also das sind übrigens die drei Items, die man für World Edit und World Guard braucht. Aber ich stelle zuerst World Edit vor. Und von daher braucht man nur, eigentlich, naja, die zwei Sachen da. Okay, dann fangen wir mal mit was ganz Wichtigem an. Und zwar in der Config, das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Aber in der Config kann man nämlich das Sphere Limit einstellen. Das heißt diese Ballgröße und das Limit, wie viele Blöcke man setzen kann. Das gibt es so an, und zwar mit Limit. Und da könnt ihr jetzt euer Block Limit eingeben. Also das heißt, dass ihr ein größeres Chaos auf eurem Server vermeidet, wenn jetzt jemand zum Beispiel, weiß ich nicht, 10 Millionen Blöcke Wasser setzt oder Lava und dann stürzt alles ab und ihr habt kein Backup und ihr könnt es mit Undo nicht rückgängig machen und ihr könnt es dann natürlich nicht wiederherstellen. Das ist ziemlich schlecht. So, genau, dann kommen wir gleich zum ersten Comment und zwar der heißt Undo. Okay, haben wir jetzt nichts. Undo heißt rückgängig und ja. Okay, wir fangen jetzt einmal an, etwas zu markieren. Das geht entweder mit der Axt. Ja, das seht ihr. Linke Maustaste, rechte Maustaste. Oder mit dem Comment Position 1 oder Position 2. Oder mit dem Comment, das gibt es natürlich auch, das fangen wir jetzt dann gleich an. Ersten an. So. Das ist nämlich die Position, auf die ihr schaut. Oder? Ah ja, genau. Doppel-Backslash. Das ist die Position, auf die ihr schaut. Wenn ich jetzt auf die schaue. So. Dann ist dieser Bereich von da bis da nach oben markiert. Das heißt, ihr könnt hier jetzt was einfügen. Das macht ihr zum Beispiel mit Set. Mit Set könnt ihr Sachen einfügen. Und dahinter schreibt ihr dann einen Block, zum Beispiel Set 1 für Stone. Genau, jetzt haben wir diesen Block, auf den wir geschaut haben, markiert, den oberen markiert. Dann haben wir Set eingegeben und jetzt wird das Ganze gefüllt. Das ist innen auch voll gefüllt. So, ne. Okay, mit Undo können wir das jetzt rückgängig machen, genau. Gleiche geht einfach mit der Axt auch. So, jetzt wird dieser Bereich hier gefüllt. Gut, mit Undo kann man es rückgängig machen, dann kann man es natürlich auch wiederherstellen. Genau, das geht mit Redo. So. Das waren einmal die einfachsten, wirklich einfachsten Grundbefehle. Ganz wichtige sind noch Clear History. Ja, Clear History. Damit könnt ihr nichts mehr undo, also rückgängig und wiederherstellen machen. Wenn ihr die Axt wieder zu einer normalen Holzaxt machen wollt, dann gebt einfach Toggle Edit an und die Wand ist eine normale Holzaxt. Wenn ihr die wieder für World Edit verwenden wollt, dann gebt wieder Toggle Edit an und dann kann man die Axt wieder zum Markieren verwenden. So. Dann gibt es den Comment, der ist eigentlich ja, nur wichtig für World Guard, aber ich erkläre ihn trotzdem kurz. Und zwar Expand Vertical. Ich markiere das jetzt. So. Gebe jetzt Expand Vertical ein. Und jetzt sind die Blöcke von ganz unten, bis die Map zu Ende ist, und bis nach ganz oben, bis halt die Map zu Ende ist, markiert. Und das könnte ich jetzt theoretisch ausschneiden. Der Befehl ist meiner Meinung nach ziemlich wichtig fürs Protecten. Aber
Man könnte auch Sachen damit ausschneiden. Okay. So, den Befehl set kennen wir ja schon. So, ich setze da jetzt einfach einmal Stein. Set Stein. Okay. Und nehmen wir mal jetzt an, ihr habt einen Bereich, da fehlen Blöcke in der Mitte. So, da fehlen Blöcke. Ja. Und ihr wollt aber nur die Mitte ausfüllen. Ihr wollt sonst nichts ausfüllen, ihr wollt nicht, dass der Stein verändert wird und nur die Mitte ausgefüllt wird. Dann markiert ihr das wieder und gibt ein Replace. 0 ist für Luft, das ist einmal, das ist dieser Bereich, den wir gerade ausgeschnitten haben. Dann gibt es jetzt den Block ein, den ihr reinsetzen sollt. Ich gebe jetzt zum Beispiel Gras ein und dann wird alles, was vorher Luft war, zu Gras umgeändert. Das geht natürlich umgekehrt auch. Ich kann jetzt sagen, ich möchte Stein zu Wasser haben. So, dann seht ihr, das geht auch. Mit Undo kann man das wieder rückgängig machen. Mit Undo, nicht mit Undi. Mit Undo und nochmal mit Undo kann man das wieder rückgängig machen. So, dann tun wir das wieder weg. Oder nein, das können wir gleich lassen. Denn jetzt kommt der nächste Befehl und zwar, das ist der Befehl zum Abzählen. Wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, was habt, irgendeine große Fläche, da wollt ihr ein paar Blöcke abzählen, dann markiert ihr das wieder. Dann gebt ihr ein Count. Count. Und den Block, den ihr abzählen wollt, das ist jetzt bei mir in dem Fall Stein. Wenn ihr jetzt dazwischen leer lasst und Gras reingibt, wird das nicht mitgezählt, da ihr nur den Stein zählt. Wenn jetzt zusätzlich noch Gras dazu nimmt, das macht mit einem normalen Beistrich, dann wird das Gras auch dazu gezählt. Okay, wir haben jetzt hier unsere wunderschöne Form und die möchten wir ausschneiden und an einen anderen Punkt bringen. Da markiert ihr das wieder. Ja, das haben wir jetzt markiert. Und ihr stellt euch jetzt an den Punkt hin, an dem ihr das ausschneiden wollt. Ja, ich möchte es jetzt an den Punkt ausschneiden. Dann gebe ich hier Cut an. So. Gehen an einen anderen Punkt. Cut heißt ausschneiden. Dann wird das Markierte ausgeschnitten und jetzt gebe ich wieder Paste ein. Hier wird das Geschnittene wieder eingefügt und ich bin genau an der Stelle gestanden, wo ich Cut eingegeben habe und auch an dieser Stelle wird es dann wieder eingefügt. So, das Ganze kann man jetzt auch drehen oder kopieren. Also ich kann es jetzt wieder markieren und dann werde ich es kopieren. So, ich kopiere das jetzt. Ich stehe jetzt auf diesem Block, das heißt, es wird wieder hier an diesem Block eingefügt. Ich gehe jetzt ein Stück nach höher und gehe wieder Paste ein für einfügen. Und das Ganze habe ich jetzt eingefügt. So, mit Undo kann man das wieder rückgängig machen. Genau. Wenn wir jetzt eine Fläche haben, die wir drehen wollen, geht das natürlich auch. Das geht in 90, 180 oder 360 Grad. Wir setzen jetzt wieder unseren wunderschönen Stein. Und mal jetzt einmal ein Smiley rein, dass man wirklich sieht, dass man das drehen kann. Naja. Okay, das. Okay. Den Smiley kopieren wir jetzt. Zuerst markieren wir das wieder. Okay, das haben wir schon markiert. Dann geben wir ein Copy für kopieren. Rotate für rotieren und dann 90 Grad, 180 oder 360. Das ist alles, geht alles mit dem Uhrzeigersinn. Ich kopiere es jetzt 90, also ich drehe es jetzt 90 Grad, gehe ein Stück nach oben und gebe einen Paste wieder für einfügen. So, und habe das jetzt 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht. Genau. So, weg mit euch. Gut, dann haben wir jetzt hier zum Beispiel eine Form. Fügen wir jetzt wieder Steine. Die möchte die aber jetzt nicht ausschneiden, sondern einfach nur entfernen, weil
Wenn ihr sie ausschneidet und irgendwo Paste eingibt, dann ist sie halt an dieser Position wieder. Daher markiere das. Und gibt nicht Cut ein, sondern gibt ein Set 0. Das heißt, 0 ist wieder für Luft. Und Luft ersetzt das wieder. So, und weil sie alle so stark lieben, einen Kreis zu bauen, kann man mit WorldEdit nämlich auch einen Kreis bauen. Das geht ziemlich einfach. Also man kann Kreise bauen, hohle Kugeln, normale Kugeln, Schlaglöcher, ja. So, den Kreis macht ihr mit, ja, wie heißt das, Seil? Ich glaube mal, das heißt Seil. Dann gebt ihr den Block ein, den ihr haben wollt. Nehmen wir mal Stonebrick. Achso. Einen Radius, was nehmen wir? Nehmen wir 15 und eine Höhe. Nehmen wir 2. So, dann haben wir einen Kreis erstellt, der eigentlich perfekt ist. Ja, der ist auf jeden Fall perfekt. Gut. Dann gibt es auch den Befehl. Ach so, okay. Hasel. Das erstellt einen hohlen Zylinder. Nehmen wir wieder das gleiche, was wir gerade gehabt haben. So, jetzt haben wir da einen hohlen Zylinder. Genau, das kann man halt beliebig hoch machen. Und ja, mit Undo macht man das wieder rückgängig. Und der Kreis ist verschwunden. So, dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema, und zwar zu den Sphären. Sphären sind ziemlich cool für Terraforming. Also für Berge bauen, für Flüsse bauen. Ja, dafür nehmt euch einfach irgendein Werkzeug, was keine Funktion hat, also jetzt auf nichts angewiesen sind. Das darf kein normaler Block sein, das muss ein Werkzeug sein. Okay, eine Sphäre ist eine Art, ja, eine Sphäre ist eine Kugel. Es ist einfach eine Kugel, mit der kann man entweder eine hohle Kugel machen oder man macht eine normale Kugel. Ja, okay, ich zeige euch mal, wie man jetzt einfach einen Berg baut. Ihr gebt einmal Sphäre, dann den Block wieder, den ihr haben wollt, und den Radius. Ich nehme jetzt 10. Aha. Ach so. Okay, das heißt, das ist nicht auf ein Werkzeug. Das ist dann die Brush-Sphäre, sondern das ist die normale Sphäre, mit der ihr dann einfach so einfache Kugeln machen könnt, ohne dass ihr jetzt auf ein Werkzeug angewiesen seid. Das erstellt eine normale Kugel, wie wir vorher gesehen haben. Sphäre, der Block und die Größe. Die Größe kann man in der Config festsetzen, die ist maximal bei 5 oder 6, kommt es halt darauf an, wie viel Performance der Server hat. Und ja, so erstellt man eine Kugel. Mit Undo kann man es wie immer rückgängig machen. Gut, dann gibt es so wie beim Kreis den Befehl H-Sphäre. Ja, H-Sphäre. Das erstellt eine hohle Kugel. Und da können wir jetzt wieder... Aha. Heute habe ich es wieder, so. Jetzt haben wir eine hohle Kugel erstellt, die ist innen hohl. Das gleiche wie vorher, nur dass sie nicht ausgefüllt ist. Das macht man wieder mit H-Sphäre. So, H-Sphäre, der Block und die Größe. So, mit Undo macht man es rückgängig. Und weil es ja in Minecraft so aufwendig ist, einen Wald zu machen, gibt es dafür natürlich auch einen Befehl. Der heißt, den macht man nur mit einem Slash, und zwar der ist Forest gehen. Und damit könnt ihr einen Wald erstellen.
Den Radius kann man auch angeben. Und zwar, wenn ich jetzt Forest-Gen C mache, ist mehr Wald da. Mit UNO macht man sie rückgängig. So. Dann gibt es auch noch einen Kürbiswald. Den macht man mit Pumpkins. So. Und das erstellt einen Kürbiswald. Habe ich noch nie gesehen, aber schaut ziemlich seltsam aus. So, tun wir das wieder weg. Gut, wenn ihr jetzt das markiert habt und nicht mehr wisst, wo ihr was markiert habt, dann gibt es dafür auch einen Befehl. Der heißt toggle place. Nein, was ist das für ein Befehl? Okay, das verstehe ich gerade selber nicht. Das wäre sehr interessant, wenn man das hier erklären könnte. Na, egal. Okay, ich habe hier jetzt einen schönen Swimmingpool vorbereitet und hier werden wir jetzt das Wasser, was hier drinnen ist, entfernen. Das geht ganz einfach, ihr gebt einfach Drain ein und den Radius, den ihr entfernen wollt. Ich gebe jetzt Drain 30 ein und jetzt wird alles im Radius von 30 Blöcken entfernt. So, wenn ich das jetzt rückgängig mache, ihr kennt das sicher, ihr habt einen Fluss gebaut oder etwas anderes und ach, das fühlt sich jetzt so schön. Nein, mache ich Drain 5. Ich verstehe nicht, warum sich das so fühlt. Okay, ist egal. Dann schneiden wir das jetzt einfach da aus. So. Genau, ist jetzt egal, wie es ausschaut. So. Bei euch rinnt das Wasser so komisch. Und ihr wollt jetzt nicht unnötig da mit dem Kübel kommen und das Wasser wieder normal machen. Dafür gibt es natürlich auch einen Befehl. Und der heißt FixWater. FixWater und den Radius, okay, da schreibt man auch mit einem Slash, machen wir FixWater 20. Jetzt wird alles auf der Höhe, auf der ihr euch befindet, wird das mit Wasser wieder aufgefüllt. Das gleiche gibt es mit Lava auch, das heißt dann Fix Lava. Okay, dann könnt ihr mit World Edit auch Bereiche mit Schnee machen, ohne dass das Biom ein Winterbiom ist. Das geht ganz einfach, ich gebe einfach Snow ein und dann den Radius, ich mache jetzt Snow 10. Snow 10, so. Wir haben da vorher den Bereich mit dem Befehl Toggle Place auf dieser Position gemacht. Und deswegen ist die Position jetzt da. Wenn man das nochmal eingibt, genau, dann ist sie wieder woanders. Deswegen war das vorher mit dem Wasser entfernen auch ziemlich seltsam. So, ich habe jetzt ein bisschen Schnee und den möchte ich jetzt nicht schmelzen mit Feuer, weil das geht gar nicht, weil das geblockt ist. Halt, das müsst ihr auch einstellen. Das geht mit Thaw und dem Radius. So. So könnt ihr Schnee wieder entfernen. Das geht mit Schnee und Eis und genauso wie mit Snow, das geht mit Schnee. Das geht mit Wasser, ja, mit Wasser halt auch. So, dann brauche ich ein Feuerzeug oder einfach Feuer. So, ihr habt jetzt hier Feuer und das wollt ihr entfernen, ohne dass ihr Wasser darüber tut. Dann gebt ihr X ein, X10 und das Feuer ist verschwunden. So, den Befehl Butcher kennt ihr wahrscheinlich auch. Das ist auch ein Teil von WorldEdit. Mit Butcher kann man nämlich Tiere töten. Aber nicht nur Tiere, sondern auch NPCs. Butcher, dann gebt ihr den Radius ein. Ja, ich gebe jetzt ein Butcher 5. Ja, gut, da ist nichts in der Nähe. Dann gibt es aber auch noch, ihr könnt auch damit NPCs töten oder Animals.
Tiere oder Zombies. Also mir fällt jetzt gerade nur A für Animals ein. So, das machen wir im Radius 50. Genau, dann sollte jetzt ein Händel gerade gestorben sein. Oder N für NPCs. Gut, in der Nähe wird kein NPC sein, deswegen wird er wahrscheinlich auch nicht sterben. Wenn ihr jetzt jemanden auf eurem Server keinen Creative Mode geben wollt, sondern ihr wollt nur, dass er jeden Block mit einem Schlag abbauen kann, geht das auch. Und zwar mit der Super Pickaxe. Dafür gebt ihr einfach Doppelslash ein. Und ich bin jetzt im Survival Mode und ihr seht jetzt, ich kann jetzt jeden. So, jetzt eingeschaltet. Ich kann jetzt jeden Block mit einem Schlag abbauen. Und wenn ihr wieder Doppelslash eingibt, dann ist das Ganze deaktiviert. Sphären sind, wie ich wahrscheinlich vorher schon gesagt habe, einfach nur Kugeln und in Form bringen von irgendwelchen Sachen. Ich gebe mal jetzt Game Mode 1. Okay, dafür braucht ihr freies Werkzeug, was noch nicht belegt ist von irgendwelchen anderen Plugins oder von anderen Tools. Ihr dürft aber keine Blöcke verwenden oder keine Sachen, mit denen ihr mit Rechtsklick irgendeine Aktion ausführen könnt. So. Ich habe jetzt da zum Beispiel eine Eisenaxt. Und hier habe jetzt ein BS-Sphere 0. Also Brush-Sphere, eine Sphäre 0 ist wieder mal die Luft und 5 ist der Radius. So, und gebe jetzt hier ein, also ich gebe jetzt gar nichts ein, sondern ich mache das einfach. So, das soll jetzt zum Beispiel ein Fluss sein. Und mit der rechten Maustaste könnt ihr das jetzt aushöhlen. Okay. Schaut jetzt aus wie eine Verwüstung mit TNT. Das kann man natürlich auch wieder gerade richten, indem er eingibt Bare Smooth und dann wieder den Radius. Ich gebe jetzt wieder 10 an. Das heißt, ihr macht die Fläche jetzt glatt und wenn ihr mit der rechten Maustaste draufklickt, macht ihr die Fläche schön glatt. So. Gut, das schaut jetzt schon einmal nicht schlecht aus. Und wir haben jetzt hier so eine Art See, soll das jetzt sein. Und weil ein See ja. Okay, ein See hat normalerweise schon einen Matschboden, aber wir wollen keinen Matschboden, sondern wir wollen einen Steinboden. Dafür gibt es zuerst ein Brush Sphere. Dem Boden, den ihr haben wollt, und zwar das ist in unserem Fall nicht 2, sondern 1, genau, dann den Radius 5. Jetzt gebt ihr einen Mask. Das heißt, ihr ersetzt mit Mask, wenn ich jetzt eingebe Mask Dirt, dann ersetze ich alles, was Dirt ist, durch Stein. Ja? Ich gebe jetzt Mask Dirt ein und oder ich gebe es mit Items ein, mit Nummern. So. Wenn ihr jetzt mit der rechten Maustaste draufklickt, wird alles, was Stein ist, weil wir ja Stein ausgewählt haben. Okay, das ladet etwas langsam, warum auch immer. So, alles, was wir Stein ausgewählt haben, wird jetzt. Also alles, was Gras ist und alles, was Matsch ist, wird jetzt zu Stein. Okay. Dann werden wir das Becken noch anfüllen. Damit markiert er wieder einen Bereich und gibt ein. Also ich mache es immer so, es geht wahrscheinlich anders auch. Replace 0 Water. Jetzt habt ihr alles wieder mal, was 0 ist, mit Wasser ersetzt. Und das könnt ihr jetzt einfacher weiterfüllen, indem ihr eingibt Fix Water und einen Radius. Ich gebe jetzt ein Fix Water 20 und den Radius 20. Okay, jetzt haben wir einen schönen See. Naja, schön, er ist nicht besonders schön, aber man kann ihn schon verwenden. So, um das Wasser wieder zu entfernen, geben wir wie vorher Drain an und den Radius. Ich gebe jetzt ein Drain 50. Jetzt sollte im Radius von 50 alles entfernt werden, genau. So, ich habe jetzt hier schnell einen Wald erstellt und den Wald möchten wir jetzt entfernen. Dafür gibt es auch einen Befehl, obwohl es eigentlich der gleiche ist, den ich vorher vorgestellt habe. Ihr stellt wieder eine Sphäre und zwar ihr wollt einmal den Block 0 haben.
Den Radius mache ich, ja, mache ich 5. Jetzt erstelle wieder eine Mask und zwar 17 und 18. 17 ist, glaube ich, Holz, 18 sind die Blätter. Jetzt entfernt ihr, wenn ihr mit der rechten Maustaste draufklickt, alles, was, was Blätter und Holz sind. So. Genau. Was ich vorher nicht erwähnt habe, ist, mit dem Kompass könnt ihr, wenn ihr Wörlered installiert habt, euch fortbewegen und ja, immer weiter und weiter. Mit der rechten Maustaste könnt ihr, okay, mit der rechten Maustaste könnt ihr, ich glaube nach unten, nein, nach oben. Okay, es geht mit beiden. Es gibt aber dann Unterschiede zwischen den, weiß ich auch jetzt gerade nicht. Aber wenn ihr Wörlered Rechte habt, dann könnt ihr das verwenden. Gut, dann zeige ich euch noch schnell, wie man ein Biom ändern kann. Ein Biom ändert man einfach, indem man wieder die Fläche markiert und eingibt Setbiom und das Biom, was ihr haben wollt. Ich will in dem Fall Plains haben. Und wie ihr sicher merkt, das ist das Biom Plains. Und wenn ihr aber ein anderes Biom nehmt, werdet ihr merken, es wird nicht nachladen. Das liegt daran, dass ihr euch weiter entfernen müsst, bis die Chunks gelöscht sind in dem Bereich. Und dann wieder weiter hin. Und dann werdet ihr sehen, dass dieser Bereich ein anderer Chunk ist. Es kann auch sein, dass erst nach dem Server-Restart, dass man erst alles genauer sieht. Und ja. So, das war mein World-Editor-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das waren jetzt nicht alle Comments, wie ich es wahrscheinlich eh schon vorher gesagt habe. Das waren nur die wichtigsten Comments. Und die Comments, die mir gerade eingefallen sind, es kann sein, dass ich was vergessen habe. Ich habe aber mit einer Liste gearbeitet. Das heißt, sollten eigentlich die meisten dabei gewesen sein. Ja, das WorldGuard-Tutorial wird noch folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann.